Hallo Leute und willkommen zu Tag 22 des Naturally Rawsome Christmas Countdown. Ich bin Eva und der finale Countdown hat begonnen. Es sind nur noch 3 Tage bis Weihnachten und heute zeige ich euch einen super leckeren, farbenfrohen Linsensalat. Mit indischem Touch. Und ich werde für diesen Linsensalat Mungbodensprossen verwenden, weil ich die gerade zur Hand habe und am liebsten esse. Aber ihr könnt natürlich auch ganz einfach Linsensprossen ziehen und die dafür verwenden. Und ich wette, wenn ihr den zu eurem Familientreffen mitnimmt, merkt fast keiner, dass er komplett roh ist. Ist das nicht rohköstlich? Seid ihr schon gespannt auf dieses farbenfrohe Rezept? Dann schaut euch mal an, was wir dazu so alles brauchen. Für diesen indisch angehauchten Linsen- oder Mungbohnensalat braucht ihr 2 Tassen Mungbohnensprossen oder Linsensprossen. Und die Sprossen könnt ihr selber ziehen, indem ihr die Samen über Nacht in Wasser einweicht oder für mindestens 12 Stunden und sie dann in ein Sieb gibt und ungefähr 2-mal am Tag mit Wasser benetzen, damit sie schön feucht sind. Und nach 2 bis 3 Tagen habt ihr dann eure Sprossen. Voilà! Und für den Salat braucht ihr noch eine kleingeschnittene Selleriestange, 1 bis 2 Blätter Rotkraut, kleingeschnitten, eine rote Paprika, gewürfelt, eine geraspelte Karotte oder auch 2, je nach der Größe, und eine etwas kleinere, gewürfelte Mango, damit das Ganze schön süß wird. Und zur Würze geben wir dann 1/2 Teelöffel Currypulver dazu und den Saft von 1 oder 1/2 Limette, je nachdem, wie sauer ihr es mögt. Und wenn ihr es scharf mögt, dann gerne auch ein bisschen frisch geriebenen Ingwer. Und wenn ihr alle eure Zutaten bereit habt, dann ist der Salat im Nu fertig. Ihr müsst nämlich einfach nur eine große Schüssel nehmen und alles hineingeben. Gebt also eure Sprossen, euren Sellerie, das Rotkraut, die Paprika, Karotte und die leckere Mango in eure Schale und würzt es mit ein bisschen Currypulver, Limettensaft oder Zitronensaft. Und wenn ihr wollt, mit etwas frisch geriebenem Ingwer, um es ein bisschen asiatisch zu machen. Und jetzt müsst ihr das Ganze nur noch einmal kurz durchmengen, damit sich alles schön vermengt. Et voilà, der Salat ist fertig. Sieht der nicht super farbig aus? Den Regenbogen zu essen ist definitiv top. Und was denkt ihr? Sieht der nicht super farbenfroh und lecker aus? Also riechen tut er auf jeden Fall extrem lecker. Ich liebe indisches Essen. Und wenn es euch genauso geht, dann solltet ihr das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich werde jetzt erstmal ein bisschen was davon probieren. Das ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsgerichte. Und wenn auch ihr dieses Rezept gut fandet, dann gebt mir einen Daumen hoch und für noch ein paar leckere Rezepte bis Weihnachten abonniert meinen Kanal. Und bis morgen, denkt dran, keep it light and simple and as always, naturally awesome. Bis morgen. Und ich genieße den zum Abendessen. Ganz für mich allein. Aber ich kann ja noch mal eine Schale für meine Familie machen. Bye!